Liebe Schwestern, liebe Brüder, das heutige Evangelium, ich möchte den ersten Satz noch einmal vorlesen, dass wir noch einmal gut hineinkommen. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Mich hat angesprochen dieses Festhalten am Wort Gottes. Am Wort Gottes festhalten. Aber wenn ich an diesem Wort Gottes festhalte, halte ich nicht an einem Wort fest, sondern eigentlich an einer Person, an Jesus Christus. Das wird klar in diesem Wort. Dieses Wort Gottes ist nämlich nicht ein Wort, so wie wir es oft verstehen in unserem Leben. Wir haben oft so einen Begriff vom Wort Gottes, dass das ein Moralgesetz ist. Wenn wir ans Wort Gottes denken, denken wir vielleicht an die 10 Gebote, wir denken an gewisse Anweisungen und es beginnt sofort in uns so ein Film zu laufen: Wort Gottes, Kirche, da muss ich folgen, da muss ich brav sein, da muss ich das und das erfüllen. Und sofort sind wir in einer Spur drinnen, die eigentlich eine Karikatur vom Wort Gottes ist, die nicht wirklich das ist, was dieses Wort Gottes ist und was wir heute von diesem Wort Gottes hören. Das Wort Gottes ist nämlich nicht Moral, nicht nur Moral, es gibt sehr wohl auch Dinge da drinnen, wo es heißt, so und so sollst du handeln, wo es darum geht zu handeln. Aber es ist bei Weitem nicht nur Handeln, es geht nicht nur darum, tu das, tu das. Das Wort Gottes ist auch keine Lehre, es ist nicht irgendeine Lehre, die Jesus vorgetragen hätte. Und es ist auch keine Ideologie, so wie es verschiedenste Ideologien gibt heute in unserer Gegenwart, wo wir teilweise auch mitschwimmen, mitgefangen sind, aber wie es eigentlich immer schon Ideologien gegeben hat. Aber das Wort Gottes hat mit dem All, mit dem Allen nichts zu tun. Das Wort Gottes ist Beziehung in erster Linie. Es ist ein Wort, das mit Beziehung zu tun hat. Mit einer Beziehung zu Jesus. Mit einer Beziehung, die uns befreit. Wir alle kennen es vielleicht, dass Beziehungen manchmal befreien können. Dass wir manchmal einsam sind, Zeiten haben, wo irgendein Punkt in uns tot ist und wo dann ein anderer Mensch kommt, wo wir in eine Beziehung hineinkommen, wo ein toter Punkt in uns lebendig wird oder etwas frei wird in uns, wo etwas lebendig wird. Das haben sicher alle schon auf irgendeine Art und Weise erlebt. Und so ähnlich ist es mit der Begegnung, mit der Beziehung mit Jesus, der zugleich dieses Wort Gottes ist. Es ist ein befreiendes Wort. Es ist ein Wort, das etwas, wo etwas in uns tot ist, zum lebendig macht, zum Leben bringt. Und es ist befreiend. Das ist das Wichtigste, glaube ich. Es ist immer ein befreiendes Wort, dieses Wort Gottes. Niemals ein Wort, das uns einengt, das uns einen Rucksack auf die Schulter legt mit vielen Steinen, der uns bedrückt, der uns niederdrückt, sondern dieses Wort Gottes ist immer ein Wort, das uns eigentlich Rucksäcke abnehmen möchte, das uns aufrecht macht, das uns leichter macht im Leben. Und ein Beispiel, wie jemand an diesem Befreienden des Wortes Gottes festhält, haben wir heute in der ersten Lesung gehört. Wir haben gehört von Paulus, der nach Jerusalem geht, weil in Jerusalem die Jünger, die dort leben, sagen, die Heiden, die neu zum Christentum dazukommen, das waren damals Griechen und Andersgläubige, die zum Christentum dazukommen, die müssen alle jüdischen Kultvorschriften, die Jesus und die Apostel genau befolgt haben, die müssen das alles genauso nachmachen, genauso vollziehen. Und dann hat es plötzlich auch geheißen, diese Heiden, die Christen werden, die müssen sich auch beschneiden lassen, die Männer als Erwachsene noch. Und so wäre dann ein immer größeres Regelwerk entstanden. Und das war wirklich damals in dieser Zeit der Apostelgeschichte eine schwierige Frage, ob die Heiden dann diese ganzen Gesetze, diese jüdischen Vorschriften, auch die Beschneidung auf sich nehmen müssen. Und bei Paulus läuten die Glocken in diesem Moment. Er ist der Heidenmissionar, der diese Mission ganz stark verspürt, das Christentum über das Judentum hinaus zu den Heiden zu tragen. Und bei ihm läuten sozusagen alle Glocken. Er eilt nach Jerusalem hinauf
und spricht dort mit den Aposteln und sagt, es sollen ihnen keine neuen Lasten aufgelegt werden, diesen Heiden, die kommen. Dieser Jesus, der gekommen ist, um uns Freiheit zu bringen, um uns teilweise auch von einem allzu strengen Gesetz zu befreien, da dürfen wir nicht wieder dieses Wort, diese Botschaft enger machen im Laufe der Zeit. Und diese Gemeinde hat dazu tendiert, diese Botschaft wieder enger zu machen, sozusagen wieder neue Lasten der Menschen aufzulegen und Dinge, wo Jesus Befreiung gebracht hat, dort wieder neue Ketten zu bringen. Und Paulus hält heute förmlich an diesem Wort Gottes fest, am Befreienden des Wortes Gottes und sagt, nein, das darf nicht sein und wehrt sich und streitet da förmlich mit den Aposteln und er kann sich durchsetzen. Und deswegen sitzen wir heute vielleicht da als aus dem Heidentum dazugekommene und leben befreiter, als wie es vielleicht gekommen wäre, wenn Paulus damals nicht so sehr an diesem Wort Gottes festgehalten hätte. Ich denke, das ist auch für uns wichtig, dass wir immer wieder daran festhalten, am Befreienden, am Aufbauenden, am Frohen der frohen Botschaft. Es ist nämlich auch heute so, dass immer wieder Botschaften, ich sage jetzt nicht Botschaften, die echt sind. Es gibt echte Marienbotschaften. Ich denke an Medjugorje, da glaube ich ganz fest daran, dass das echt ist und auch einige andere Dinge. Aber es gibt sehr wohl auch Privatoffenbarungen und Dinge, die herumfliegen und Zettel, die oft herumliegen in den verschiedenen Kirchen, wo ich auch das Gefühl habe, da wird das Wort Gottes eigentlich missbraucht und man versucht, den Menschen neue Ketten aufzulegen. Es wird Menschen eingeredet, du musst so viel und so viele Nomenen beten, dann wird das und das passieren. Oder es werden ganz schreckliche Dinge passieren und du musst dir geweihte Kerzen ins Haus bringen oder alles Mögliche gibt es da. Es gibt da Dinge, wo Menschen wirklich Angst bekommen und wo heutzutage viele verunsichert sind auch, weil sie nicht mehr wissen, was richtig ist, was kommt von Gott, was steht wirklich im Wort Gottes und was sind andere Dinge, die da hereinkommen, wo ist da die Kirche? Und deshalb ist auch das Problem, wie macht man das dann konkret heute am Wort Gottes festhalten? Wie weiß ich überhaupt, wo das Wort Gottes ist, dieses befreiende Wort Gottes? Für mich persönlich ist die Lösung darin, dass ich auf das höre, was die Kirche sagt. Die Kirche als große Gemeinschaft auf der ganzen Welt von Menschen, die an Christus glauben, die in einer 2000-jährigen Tradition drinnen stehen, wo ein 2000-jähriger Schatz an Erfahrungen auch da ist, an Erfahrungen mit diesem Wort Gottes. Auch da, wo man gelernt hat mit diesem Wort Gottes, wo man gesehen hat im Laufe der Geschichte, so und so darf man es nicht machen, sonst ist es plötzlich so, dass man wegen diesem Wort Kriege führt, wo die Kirche im Laufe der Zeit immer besser gelernt hat, mit diesem Wort umzugehen, wo einzelne Menschen der Kirche, Heilige, gelernt haben, mit Jesus und mit seinem Wort zu leben. In diesem großen Erfahrungsschatz, in diesem Schatz der Kirche, da finde ich persönlich dieses unverfälschte Wort Gottes. Und ich glaube, das ist etwas, was für uns alle gilt, wo wir vertrauen können, wenn wir uns daran halten, was der Papst sagt, ich möchte jetzt keine extreme, unnötige Autoritätspredigt halten, aber ich denke schon, dass es so ist, was die Bischöfe sagen, was der Papst sagt, das hat Gewicht und da können wir auch beruhigt vertrauen, dass das stimmt und dass das die Auslegung des Wortes Gottes ist. Und da sehen wir auch, dass die Kirche noch wächst, dass die Kirche nicht stehen geblieben ist in ihrer Erkenntnis, sondern dass die ganze Kirche als Gemeinschaft immer noch weiter wächst und dieses Wort Gottes immer noch besser versteht im Lauf der Geschichte. Dass es da zwar kein Zurück mehr gibt, gewisse Erkenntnisse müssen wir festhalten, aber es gibt immer noch ein nach vorne, ein noch tiefer, weil dieses Wort Gottes so reich ist. Für uns ist es auch wichtig, denke ich, und damit höre ich schon auf, das ist das Letzte jetzt, dass wir dieses Wort Gottes auch lesen, dass wir die Bibel lesen, dass wir sie immer wieder aufmachen und nicht nur lesen als irgendeinen Text, der uns nichts sagt, wo wir vielleicht so wie die Zeitung diesen Text lesen, sondern dass wir eine Beziehung
zu diesem Wort bekommen. Eine Beziehung zur Bibel, eine Beziehung zu Jesus über sein Wort, über das Wort Gottes. Und da geht es uns manchmal wie kleinen Kindern. Kleinen Kindern, die nichts verstehen, die nur Bahnhof lesen. Wenn wir viele Dinge lesen, viele Texte der Bibel, geht es einem so, dass man nicht sehr viel versteht von dem, was da ist. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man trotzdem weiterliest, wenn man manche Dinge immer wieder hört, immer wieder liest, so wie Kinder von ihren Eltern immer wieder Worte vorgesagt bekommen, kleine Babys, und im Hören, im immer wieder Hören, schön langsam lernen, das nachzusagen und schön langsam in dieses Haus der Sprache hineinfinden, hineinkommen, so ist es auch mit der Bibel. Es geht nicht darum, alles gleich zu verstehen, sondern es geht darum, schön langsam in diese Welt, in dieses Wort Gottes, in diesen Raum der Beziehung, den Jesus durch sein Wort aufmachen möchte, hineinzukommen, hineinzuwachsen, ein ganzes Leben lang. Und das geht am besten, wenn wir die Bibel lesen, meditieren, darüber beten. Und nicht nur wir die Bibel lesen, sondern auch uns von der Bibel lesen lassen. Die Bibel liest auch uns, so wie wir gerade sind, so wie es uns gerade geht, wo wir gerade auch eben unsere toten Punkte haben. Dort liest die Bibel uns und macht auch in uns etwas lebendig. Diese Erfahrung wünsche ich euch und mir selber immer wieder. Amen.